Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Bundespressekonferenz zum Bürgerrat Deutschlands Rolle in der Welt mit der Schirmherrschaft des Bundestagspräsidenten. Dazu begrüße ich den Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble. Ich begrüße die, wie ich gerade gelernt habe, noch geheime Vorsitzende des Bürgerrates, Marianne Birtler. Herzlich willkommen. Und Claudine Niert, die Vorstandssprecherin von Mehr Demokratie e.V. Seien Sie uns herzlich willkommen. Herr Schäuble, Sie haben das Wort. Ja, meine Damen und Herren, wir sehen ja auch in diesem Jahr, die Demokratie ist überall unter Druck, auch bei uns. Aber wenn sie beweglich ist, wenn sie offen für Neues ist und bleibt, dann bleibt sie auch stabil. Bürgerräte sind etwas Neues, ein Instrument für mehr Mitsprache und Dialog zwischen der Bevölkerung und ihren gewählten Repräsentanten. Aber Bürgerräte sind natürlich keine Konkurrenz zu den im Grundgesetz festgeschriebenen Verfahren und Institutionen unserer parlamentarischen Demokratie. Der Ältestenrat des Bundestags hat im vergangenen Jahr vorgeschlagen, einen Bürgerrat einzusetzen, der sich mit der Rolle Deutschlands in der Welt befassen soll. Eine große Frage, der sich unsere Gesellschaft dringend stellen muss. Ein Bürgerrat, also ein Format der aufsuchenden Beteiligung, bietet bei diesem Thema die Chance, außen- und sicherheitspolitische Aspekte differenziert zu betrachten und Interesse gerade auch bei Jüngeren zu wecken. Die Wahl eines so anspruchsvollen Themas, wie unsere Rolle in der Welt zeigt, Bürgerräte können sinnvoll sein, wenn sie nicht zu bequemen Diskussionen zusammenkommen, wenn sie nicht einfach nur Wohlfühlthemen aufrufen, sondern wenn sie über heikle, moralisch aufgeladene Fragen debattieren. Wer sich mit unserem außenpolitischen Selbstverständnis ernsthaft befasst, wird auch nach Auslandseinsätzen fragen und wird auch die moralischen Kosten für die Verteidigung unserer Grundwerte benennen müssen. Ich bin gespannt, was der Bürgerrat dazu inhaltlich erarbeitet. Und ich bin sicher, dass ein Bürgergutachten unsere parlamentarische Arbeit befruchten kann. Die Herausforderung besteht, wie bei allen Formen beratender Bürgerbeteiligung, am Ende darin, die Ergebnisse der Bürgerräte in den parlamentarischen Prozess einzubringen, sie also politisch nutzbar zu machen. Denn es ist klar, die konkreten Entscheidungen können die Bürgerräte den gewählten Abgeordneten nicht abnehmen. Denn die sind es, die die Verantwortung tragen. Politik muss immer führen, auch gegen Widerstände Entscheidungen treffen. Deshalb ist nicht ausgeschlossen, dass mehrheitlich eine andere Entscheidung getroffen wird, als ein Bürgerrat empfiehlt. Aber dann wird ein solches Bürgervotum die Verantwortlichen vermutlich zu einer vertieften Begründung ihrer Entscheidung zwingen. Im Idealfall machen Bürgerräte zweierlei möglich. Sie bringen Menschen aus unterschiedlichen Milieus mit Experten und Abgeordneten an einen Tisch. Interessierte, die nicht ohnehin schon politisch aktiv sind, befassen sich intensiv mit unterschiedlichen Aspekten einer aktuellen politischen Frage. Und die Arbeit an einer gemeinsamen Stellungnahme stärkt das Verständnis für politische Realitäten, für die Komplexität politischer Entscheidungen. Und die Stellungnahme gibt den politisch Verantwortlichen vertiefte Einblicke in die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger. Anders als bei Meinungsumfragen wird eben in einem Bürgerrat keine Momentaufnahme einer abgefragten Stimmung festgehalten, sondern die Stellungnahmen enthalten im Gespräch ausgehandelte Positionen. Und anders als in gezielten Bürgeranhörungen zu Bauvorhaben und Großprojekten werden nicht spezifische Eigeninteressen Betroffener zusammengetragen, sondern die Beteiligten erleben in den Bürgerräten, was es heißt, mit den Meinungen anderer umgehen zu müssen und gleichzeitig das Gemeinwohl in den Blick zu nehmen. Die Erfahrung zeigt, wenn die beteiligten Bürgerinnen und Bürger am Ende ihre Erfahrung und Sichtweise einbringen, wenn sie ernst genommen und gehört werden, kann diese besondere Form der Beteiligung das Vertrauen in die Politik in unserem Land stärken. Und dann können die Bürgerräte die bewährten politischen Prozesse ergänzen und der repräsentativen Demokratie neue Impulse
geben. Und das ist das, was ich von den Bürgerräten erhoffe und deswegen gerne die Schirmherrschaft übernommen habe. Vielen Dank, Herr Bundestagspräsident. Frau Birtler, bitte. Ja, meine Damen und Herren, als ich vor 30 Jahren Bundesbürgerin wurde, da ging ein Traum in Erfüllung. Ich würde jetzt als freie Bürgerin eines freien Landes leben, Rede, Presse, Versammlungsfreiheit, all das und viel mehr, was ich in der Diktatur entbehrt hatte, würde jetzt für mich Wahrheit sein. Natürlich wusste ich, dass ich nicht im Paradies landen würde. Ich habe ja Gespräche geführt, die Öffentlich-Rechtlichen standen uns auch im Osten zur Verfügung. Also es schien trotzdem alles gut zu werden. Und dann doch Fremdheit, Anstrengung, Ernüchterung. Erstens war alles schrecklich kompliziert. Ich kam aus einer Welt, in der es Ja und Nein, Gut und Böse, Falsch und Richtig gab. Um das mal zu illustrieren, eins meiner Christenlehre-Kinder, als ich eine Frage gestellt habe, fragte zurück, Frau Birtler, soll ich sagen, was richtig ist oder was ich denke? Also das war, und es war wirklich in mir drin und ich war doch schon erstaunt, dass ich mich davon erst allmählich lösen musste. Ich dachte eigentlich, ich hätte es drauf, und das, aber das, was ich im Kopf hatte, das musste ich wirklich auch begreifen in meinem Herzen, dass es zu einem Gegenstand durchaus eine ganze Reihe von legitimen Antworten geben kann. Und ich glaube, dass das auch heute noch im Osten ein andauernder Lernprozess ist. Zweitens, die freien Bundesbürger waren gar nicht so frei. Sie hatten 100 Gründe, mit der eigenen Meinung hinterm Berg zu halten. Und ich fragte mich, warum genießen und benutzen die ihre Gesinnungsfreiheit nicht jeden Tag, obwohl sie ja weder Knast noch Überwachung noch Bildungs- oder Berufsverbot fürchten müssen. Aber dann stellte sich heraus, sie hatten andere Ängste. Ängste um die Karriere, um Beliebtheit, um Zugehörigkeit und Anerkennung, um den Job, um die nächste Gehaltserhöhung oder die Bestnote. Und drittens die Politik. Ab und zu gab es ja so etwas, was man Sternstunden des Parlaments nennt. Also freie, nicht an der jeweiligen Parteilinie ausgerichtete Debatten, noch dazu solche mit ungewissem Ausgang, so wie damals zum Beispiel die Hauptstadtfrage, dass der Bundestag heute hier in Berlin sitzt und nicht in Bonn, verdankt sich dieser Freiheit einiger Abgeordneter, unabhängig der eigenen Überzeugung zu folgen und sie wortmächtig zu vertreten, wie damals mein Nachbar Wolfgang Schäuble. Das war im Juni 1991, aber solche Sternstunden sind selten geblieben. Dabei passiert ja da eigentlich das, was man von einem Parlament sehr viel öfter erwarten müsste. Es ist manchmal schon etwas ermüdend, dass uns nur vorgeführt und begründet wird, was längst in den Ausschüssen und Fraktionen ausdiskutiert wurde. All das irritiert und stört mich bis heute. Der Mangel an lebendiger öffentlicher Debatte, die mit Neugierde, Lust und Respekt geführt wird, überall da, wo Menschen aufeinandertreffen und nicht nur von Journalisten und Politikern. Dann die Ängstlichkeit und der Opportunismus, die Menschen immer wieder unfrei machen. Und die Entfremdung zwischen Politik und Gesellschaft. Bürgerräte sind kein Allheilmittel, das ist wohl allen bewusst. Aber sie setzen genau an diesen Punkten an. Sie fördern die Lust an der Debatte und die Freude daran, mit Personen zu reden, deren Meinung für einen selbst überhaupt nicht berechenbar ist. Sie wecken das Interesse an politischen Themen und schlagen eine Brücke zwischen Politik und Gesellschaft. Und die Politik profitiert hoffentlich von einem neuen Blickwinkel und den Ergebnissen sorgfältig entwickelter Meinungsbilder. Engagierte, kritische und auch gut informierte Bürgerinnen und Bürger, letzteres ist ja eine Voraussetzung für vernünftige Entscheidungen, solche also, die auf der Grundlage unserer Verfassungswerte und in Augenhöhe mit der Politik für einen lebendigen und steten öffentlichen Diskurs sorgen, sind die besten Garanten einer offenen Gesellschaft. Und dazu werden wir künftig auch die Bürgerräte zählen können. Vielen Dank, Frau Birtler. Frau Nitt. Ja, das wichtigste Amt in der Demokratie ist das des Bürgers, zitierte letzte Woche die Zeit. Und ja, es ist wahr, Bürgerräte können Raum schaffen für dieses Amt. In einem losbasierten Bürgerrat trifft sich das ganze Land an einem Tisch. Der Querschnitt der Bevölkerung kommt zusammen.
Wir haben 169 Bürgerinnen und Bürger bundesweit aus den Einwohnermelderegistern per Zufallsalgorithmus gelost. Die Jüngste ist 16, der Älteste ist 90 Jahre alt. Wir haben den Querschnitt der Bevölkerung nach 4 Kriterien gespiegelt. Einmal nach Geschlecht, nach Alter, nach Bildungsabschluss und nach Migrationshintergrund. Die Fragestellung Deutschlands Rolle in der Welt kommt aus dem Bundestag. Und es ist bemerkenswert, dass alle Fraktionen sich für dieses Thema ausgesprochen haben. Und wir haben schon jetzt erlebt, dass im Vorfeld Abgeordnete aller Fraktionen aktiv in die Vorbereitung des Bürgerrats inhaltlich eingebunden waren und auch weiterhin eingebunden werden wollen. Denn letztendlich müssen die Ergebnisse anschlussfähig sein an die Arbeit im Parlament. Der Bürgerrat wird inhaltlich die Frage beantworten, welche Rolle soll Deutschland zukünftig in der Welt einnehmen? Aber um diese Frage beantworten zu können, werden wir sie runterbrechen auf 5 verschiedene Themenfelder, die da sind: Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, Wirtschaft und Handel, Frieden und Sicherheit, nachhaltige Entwicklung und Europäische Union. Verantwortlich für die Durchführung des Bürgerrats sind unsere 3 Durchführungspartner, Nexus, IFOG und das Institut für partizipative Gestaltung. Wir von Mehr Demokratie haben mit unseren Kooperationspartnern Es geht los den Bürgerrat initiiert und organisiert. Der Bürgerrat wird seine Empfehlungen erarbeiten und schon bereits am 19. März dem Bundestagspräsidenten und allen Fraktionen im Bundestag öffentlich überreichen. Der Bürgerrat hat 1,8 Millionen, sogar etwas mehr, gekostet. Wir haben ihn ausschließlich durch Spenden finanziert und mit der Hilfe von verschiedenen Stiftungen, unter anderem der Zeit-Stiftung, der Mercator-Stiftung, der Schöpflin-Stiftung, der Open Society Foundation und, finden Sie auf unserer Website, sollte ich jemanden vergessen haben, der Robert-Bosch-Stiftung auf jeden Fall. Die Evaluation durch das IASS in Potsdam und das Institut für partizipative Forschung und Demokratieforschung der Bergischen Universität Wuppertal wird gefördert von der Volkswagen-Stiftung. Dieser Bürgerrat ist eine unmittelbare Folge der Ergebnisse des Bürgerrats Demokratie, den wir von Mehr Demokratie vor etwas mehr als einem Jahr initiiert und organisiert haben. Der Bürgerrat hatte damals getagt und die Frage beantwortet, soll die parlamentarisch repräsentative Demokratie ergänzt werden durch direkte Demokratie oder durch Bürgerbeteiligung? Und eine Empfehlung dieses Bürgerrates ist die Einführung losbasierter Bürgerräte auf Bundesebene. Das Besondere jetzt an diesem Bürgerrat ist, dass wir ihn online durchführen werden. Und das ist eine wunderbare Chance. Denn es werden 169 Bürgerinnen und Bürger an 10 Tagen insgesamt 42 Stunden unter der Vorsitzenden Marianne Birtler tagen und ihre Ergebnisse zusammentragen. Wir sind alle neugierig und sehr gespannt. Zum Schluss, wir leben in einer schwierigen Zeit. Mit Spaltungen jeglicher Art kommen wir nicht weiter. Wir brauchen heute Konsenstechniken. Wir brauchen Formate, in denen sich Andersdenkende begegnen, einander zuhören und miteinander mehrheitsfähige Lösungen hervorbringen, unterstützend zur parlamentarischen Arbeit. Wir brauchen Formate, die Brücken schlagen. Und wir sind überzeugt, dass Bürgerräte hier einen Beitrag leisten, um die Demokratie zu stärken. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Nitt. Wir kommen zu Ihren Fragen. Die erste Frage geht an Herrn Koch. Herr Schäuble, halten Sie es für erwägenswert, dass Bürgerräte für die Zukunft institutionalisiert werden, also längerfristig, perspektivisch beispielsweise den Bundestag beraten? Und zweitens, muss man Regeln festlegen, damit die Ergebnisse von Bürgerräten ernst genommen werden und damit sichergestellt wird, dass diese sich dann in der Entscheidungsfindung der Parlamente auch widerspiegeln? Danke. Also ich halte es für einen wirklich wichtigen Versuch. Es ist ja immer noch, wir sind ja immer noch einem gewissen Versuchsstadium. Das Frau Niert hat eben daran erinnert, dass wir dieses Projekt im vergangenen Jahr hatten. Da ich war auch Schirmherr gewesen über die Fragen neue Formen von Bürgerbeteiligung. Und wir haben verschiedentlich mit
den Vertretern der Fraktionen darüber in dieser Legislaturperiode diskutiert, denn das ist ja überhaupt keine Frage. Die parlamentarische Demokratie, die repräsentative Demokratie, von der ich übrigens glaube, dass sie in dieser Zeit, die durch eine völlig veränderte Kommunikation ja zunehmend geprägt ist, ich glaube, dass es eine der großen Veränderungen ist, die ruft geradezu danach, wie wir neue Formen finden, wo wir in der Gesellschaft Spaltungen so weit überwinden, dass Mehrheitsentscheidungen möglich sind und dass dann die Mehrheitsentscheidungen auch von der jeweiligen Minderheit akzeptiert werden. Das ist alles nicht mehr so selbstverständlich. Und da kann man sich in der ganzen Welt, jedenfalls in der westlichen Welt, wo es freiheitliche Demokratie gibt, umzuschauen. Deswegen habe ich ja sehr dafür geworben und gesagt, und deswegen ist es so wichtig, dass die Fraktionen im Bundestag alle gesagt haben, ja gut, das probieren wir jetzt aus. Und ich habe auch darauf gedrängt, das hat ja alles von den Abläufen her immer seine Zeitabläufe. Und ich habe gesagt, ich will unter allen Umständen noch in dieser Legislaturperiode ein Ergebnis so rechtzeitig haben, dass die Fraktionen gar nicht anders können, als es in ihre Arbeit einzubeziehen. Und was dann der Bundestag daraus macht, das können wir besser beim nächsten Mal diskutieren, wenn man die Erfahrungen damit gemacht hat. Aber je überzeugender die Arbeit des Bürgerrats sein wird und auch je stärker er in der Öffentlichkeit wahrgenommen und unterstützt, doch von mir aus kritisiert wird, umso mehr sind Abgeordnete und Fraktionen und Parteien wohl gut beraten, wenn sie das nicht einfach beiseite legen. Aber sie können in der Demokratie nicht alles vorher schon regeln. Das wäre auch ganz falsch. Sondern sie müssen ein bisschen offen sein für neue Entwicklungen. Ich finde wirklich wichtig und richtig, dass der Ältestenrat gesagt hat, gut, wir machen das und wir verpflichten uns auch in dieser Legislaturperiode, die geht ja de facto im Sommer zu Ende, mit einem Versuch zu schauen, was daraus wird. Das wird im nächsten Wahlkampf eine Rolle spielen, in der nächsten Legislaturperiode auch. Und dann werden diejenigen, die dann die Verantwortung haben, sich weiter mit ihren Fragen beschäftigen. Herr Jung. Herr Schäuble, in der Pressemitteilung sagen Sie ja auch, es ist immer noch für Sie ein mögliches Instrument. Wovon muss man Sie jetzt überzeugen, damit Sie das für ein tatsächliches Instrument halten? Und auch eine Frage an Sie als ehemaliger CDU-Vorsitzender. Wieso ist eigentlich die CDU neben der SPD, FDP die letzte Partei, die sich nicht für Volksentscheide einsetzt, auch noch im Jahr 2020? Was trauen Sie den Bürgern nicht zu und frauniert? Alle anderen Parteien neben CDU und FDP sind ja für Volksentscheide auf Bundesebene. Was trauen die den Bürgern zu, was die CDU und die FDP den Bürgern nicht zutrauen? Ich bin hier als Bundestagspräsident und nicht als ehemaliger CDU-Vorsitzender, das bin ich auch. Ich bin noch vieles gewesen, aber jetzt bin ich als Bundestagspräsident da. Und das bitte ich jedenfalls bei der Erwartung an meine Antworten zu berücksichtigen. Niemand sagt ja, dass Bürgerräte die einzige Form sind, wie wir unsere freiheitliche Demokratie stabilisieren können. Aber dass es ein mögliches Element ist, das ist inzwischen, jedenfalls im Bundestag, zwischen den Fraktionen unstreitig. Sonst hätten sie das ja nicht gemacht. Sonst könnte ich ja hier auch nicht auftreten als Bundestagspräsident. Ich bin ja nicht der Vorgesetzte des Parlaments. Wir haben 709 Abgeordnete, das sind die frei gewählten Abgeordneten. Wir haben Fraktionen, die sind die Herren des Parlaments. So sind die Mehrheitsverhältnisse in der Demokratie. Und dann kann man versuchen, Entwicklungen zu beeinflussen. Ich glaube, ich habe meinen Teil dazu beigetragen, dass wir diese Situation in dieser Legislaturperiode im Bundestag erreicht haben. Wir haben lange vorher schon, bevor man mit den Fraktionen das am Ende vereinbart hat, verschiedentlich auch Gespräche geführt, beispielsweise auch mit der Staatsministerin in der baden-württembergischen Landesregierung, Frau Erler, die ja eine ähnliche Aufgabe hat. Die haben das auch in Baden-Württemberg ein bisschen gemacht und sind dann am Ende dazu gekommen, das ist gar nicht so einfach im Bundestag, eine gemeinsame Position aller Fraktionen zu erreichen. Und die wird jetzt umgesetzt. Und dann werden wir sehen,
was daraus wird im nächsten Schritt. Mit Volksentscheiden, das ist was anderes. Ich bin persönlich nach wie vor kein großer Anhänger von Volksentscheiden, weil das ist das große Vorzug der repräsentativen Demokratie. Und das ist auch der Grundgedanke des Bürgerrats, nicht einfach Meinungsumfragen, sondern zunächst eine vertiefte Debatte derjenigen, die entscheiden wollen. Sie wissen das hat, oder vielleicht wissen Sie es auch nicht, es hat ein Experiment in Deutschland gegeben, das war, hatte eine gewisse Zeit lang ziemlich viel Konjunktur. Habe ich damals auch in früheren Eigenschaften, weiß nicht genau, welche ich da gerade hatte, aufmerksam beobachtet. Das hieß Piratenpartei. Die sind noch in einem Landesparlament vertreten, vermutlich aber nicht mehr für sehr lange Zeit. Die hatten die Idee, das Netz hilft uns ja, zu allen Fragen immerwährende Plebiszite zu machen. Das ist grandios gescheitert. So funktioniert freiheitliche Demokratie nicht. Dann enden sie da schneller, als sie wollen, was wir eigentlich in Europa nicht mehr hoffen, dass wir es noch mal erleben müssen, nämlich dass sich Meinungen plötzlich ganz anders und mit einer ganz anderen Gewalt bilden. Das nennt man dann Populismus oder schlimmer. Und der Bürgerrat ist das genaue Gegenteil davon. Annette. Ja, eine kurze Antwort. Es ist so, dass von den 7 Fraktionen im Bundestag, nehmen wir mal die CSU mit dazu, genau 6 Parteien sowohl in ihren Grundsatzprogrammen oder in ihren Wahlprogrammen sich für bundesweite Volksentscheide ausgesprochen haben. Die Neuigkeit, also die einzige Fraktion, die das nicht hatte, war die CDU. Jetzt kommt die Neuigkeit hinzu, dass die Grünen sich in ihrem Grundsatzprogramm gegen Volksentscheide ausgesprochen haben. Das ist ein bisschen gegen die Zeit, weil wir merken, dass der Bürgerrat Demokratie zum Beispiel gerade die Empfehlung ausgesprochen hat, Bürgerräte mit direkter Demokratie zu kombinieren. Und ich bin der Überzeugung, dass man viele Schwächen der direkten Demokratie gerade in der Kombination mit Bürgerräten klug lösen kann. Wir haben es auch in Irland gesehen. Letztendlich wurden die wesentlichsten Entscheidungen in einem Referendum beschlossen. In Irland ist das einfach möglich, weil Verfassungsänderungen immer die Zustimmung des Volkes bedürfen. Trotzdem hat Irland den Bürgerrat immer wieder eingesetzt, inzwischen zu weit über 20 Fragen, und hat sich im Parlament beraten lassen. Das heißt, es ist nicht immer eine Abstimmung notwendig. Jetzt ist es wirklich eine Besonderheit, dass alle Fraktionen ein Interesse bekundet haben, sowohl an den Ergebnissen als auch an dem Format. Und ich glaube, das liegt auch an der momentanen Situation. Die Demokratie ist unter Druck. Wie gesagt, Spaltungen helfen uns nicht weiter. Herr Bettler. Ihre beiden Fragen stehen ja in einem engen Zusammenhang. Also wenn sich jetzt herausstellen sollte, was wir uns alle wünschen, dass der Bundestag die Ergebnisse der Bürgerratsberatungen wahrnimmt, respektiert, einbezieht, dann ist, glaube ich, der wichtigste Zweck auch des Bürgerrats erfüllt. Ansonsten würde der Bürgerrat auf die Dauer auch entwertet werden, wenn die Politik ihn zur Kenntnis nimmt und dann, wie ist das, was ich vorhin gehört habe, lesen, lachen, lochen, ja, also wenn das Zeug sofort abgelegt wird. Und zu der anderen Frage, in der Tat ist, glaube ich, das Engagement für Referenden in letzter Zeit etwas abgekühlt, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund des Referendums in Großbritannien und angesichts sehr viel populistischer Äußerungen und Vereinfachungen oder auch falscher Berichterstattung. Ich bin trotzdem nach wie vor eine Anhängerin davon, immer unter den bestimmten Bedingungen, die sichern, dass keine Grundrechte verletzt werden, dass Minderheiten geschützt werden und dass die Quoren so sind, dass Missbrauch erschwert wird. Frau Gammelin, die nächste Frage. Ja, ich hätte eine Frage, und zwar an Herrn Schäuble und Frau Bürtler gleichermaßen. Und zwar, mit Frau Bürtler sitzt ja hier eine ehemalige Bürgerrechtlerin der DDR, auch der letzten Tage der DDR, auf dem Podium. Und ich wollte gerne wissen, ob die Bürgerräte auch im Prinzip sich daran orientieren, was in den letzten Jahren oder Tagen und Monaten der DDR und nach der Wende im Osten passiert ist, nämlich die runden Tische, wo ja natürlich auch mit bunt zusammengewürfelten Menschen Demokratieentwürfe diskutiert worden sind. Also profitiert im Prinzip jetzt die gesamte Bundesrepublik von dem Format, was im Osten schon mal erprobt worden ist. Und die zweite Frage, Herr Schäuble hat auch schon Stichwort Wahlkampf gesagt.
Hoffen Sie, dass über diese Diskussionsforen auch, sagen wir mal, die Debatte gerade in solchen Gegenden auch belebt werden kann, die jetzt stark von der AfD dominiert werden, und hofft man da auch, Wähler zurückzuholen? Ja, also erstmal könnte ich Ihre Frage mit einem glatten Nein beantworten. Ich sehe wenig Verbindungen zwischen den runden Tischen und Bürgerräten. Die waren, wenn man so will, ein Übergangsmöbel und haben das ermöglicht, so einen friedlichen Übergang zu realisieren. Aber es gab dort weder Repräsentativität, und in den letzten Wochen ist auch sehr deutlich geworden, dass die Zusammensetzung dieses runden Tisches immer schwieriger wurde, weil jeder, der eine Gruppe von 3 oder 5 Leuten gegründet hat, konnte dann sagen, ich beanspruche jetzt einen Platz an diesem Tisch, wo auch Leute saßen, die für hunderte Personen waren. Und es gab auch eine andere Herausforderungen und Fragestellungen, dass ich weiß, dass sich heute noch viele so ein Instrument wünschen. Ich bin dagegen, weil es eine Illusion erzeugt. Also in dieser bestimmten historischen Situation war das gut. Aber ich würde heute in verschiedenen Konfliktfragen eher davon abraten. Da finde ich dann schon besser, wenn man sich dazu bekennt, dass die Zusammensetzung zufällig ist und auch die Fragestellung klar ist und es verbindliche Absprachen gibt mit Blick auf die Umsetzung der gefundenen Lösung. Also vorsichtig mit solchen Vergleichen. Also ich sehe auch nicht so richtig die unmittelbare Beziehung zwischen den runden Tischen und dem Übergang in der DDR und im Jahre 89, 90. Im Übrigen ist ja auch die Entwicklung, Marianne Böttler sitzt neben mir, auch ein Zeichen, wie das mit der repräsentativen und mit der plebiszitären Demokratie ist. Das kann man auch in den Erfahrungen der Bürgerbewegung in der DDR, wenn man so will, studieren. Das sind aber, glaube ich, ist ein anderes Thema, nicht? Wir brauchen angesichts einer veränderten öffentlichen Kommunikation, was wahrscheinlich eine der ganz großen Herausforderungen für die freiheitliche Demokratie ist. Sie haben ja grundsätzlich 2 Formen, in denen Sie freiheitliche Demokratie organisieren können. Sie können eine Präsidialdemokratie machen oder Sie können eine parlamentarische Demokratie machen. Und beide haben nun komischerweise, erstens nähern sie sich einander an, vielfältig, hat vielleicht auch mit Amtsdauern zum Teil zu tun, ist aber eine andere Bemerkung. Und beide haben ähnliche Probleme. Und das zeigt nun, dass wir irgendetwas Besseres finden müssen, weil aber Freiheit und Demokratie nicht ohne seriöse Kommunikation geht und nicht nur mit Twitter-Meldungen. Glaube ich, dass der Bürgerrat wirklich ein grundsätzlich spannender Ansatz ist. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich bin wirklich froh, dass ich den Bundestag, denn das setzt natürlich eine gewisse Selbstverpflichtung in allen Fraktionen irgendwo dann doch im Gang, dazu, dass wir es erreicht haben, dass wir das gesagt haben, wir probieren das aus und wir versprechen, wenn wir das Ergebnis rechtzeitig haben im März, dann wird das noch einbezogen in die Arbeit. Die AfD-Frage ist nicht beantwortet. Ja gut, das natürlich. Ich bin Präsident von 709 Abgeordneten. Eben. Aber ich sage immer, ich verteidige alle Abgeordneten, haben die gleichen Rechte und Pflichten. Aber ich bin auch Politiker. Bei uns ist der Bundestagspräsident kein Neutrum. Er ist allerdings nicht Mehrheitsführer wie in Amerika, was auch einen Unterschied ausmacht. Und deswegen sage ich, als politisch engagierter Mensch möchte ich natürlich möglichst populistische und extreme Kräfte überhaupt nicht im Bundestag haben. Das heißt, ich sage jedem Kollegen der AfD in großer Freundlichkeit, auch wenn ich ihn zu einer Tasse Kaffee einlade, was ich politisch als Politiker tun kann, tue ich natürlich, damit sie gar nicht mehr reinkommen. Das war ich aber vor 4 Jahren auch nicht durchschlagend erfolgreich. Das ist aber eine andere Frage. Aber klar, wenn wir die Demokratie stabil machen wollen, und die Versuchungen liegen, glaube ich, am Beginn dieses Jahres näher, die Gefahren für die Demokratie, als sie manche geglaubt haben, dann sollten wir jedenfalls nicht einfach sagen, das haben wir immer so gemacht. Durch Ermüdung und durch nicht der Vorteil der freiheitlichen
Ordnung ist ja seit Popper die Fähigkeit, sich anzupassen, aus Irrtümern zu lernen. Das müssen wir auch tun. Herr Jessen. Ich möchte eine Frage noch mal aufgreifen, die zu Anfang gestellt war, da aber nur an Herrn Schäuble gerichtet, möchte Frau Bürtler und Frau Niert dazu fragen. Bedarf es nicht doch festgelegter Verfahrensweisen, inwiefern die Ergebnisse der Arbeit von Bürgerräten dann in parlamentarischen Gremien und anderen Entscheidungsebenen verhandelt und behandelt werden? Der Grund ist, Beteiligung ist ein schönes Wort, aber damit sie als ernsthafte Möglichkeit von Bürgern wahrgenommen wird, muss doch den Bürgern klar sein, woran haben wir eigentlich teil? Ist es nur eine Beteiligung an der Artikulation? Dafür bräuchten wir keine Bürgerräte. Das macht das Netz mit seinen vielen Möglichkeiten. Also wenn Beteiligung auch einen Anreiz geben sollte, müsste doch Gewähr geleistet sein, dass die Adressaten, jetzt die parlamentarischen Adressaten, sich damit auch seriös auseinandersetzen müssen und man nicht nur auf Goodwill angewiesen wäre. Wie sehen da Ihre Vorstellungen aus, die weitergehen, dass man sagt, wie beteiligen wir oder wie sehen die Verfahrensregeln dann weiterhin aus? Bitte, Frau Bürger. Also ich stimme Ihnen zu. Ich glaube, dass der Erfolg der Bürgerräte weitgehend auch davon abhängt, dass glaubwürdig ist, dass der Bundestag sich für die Ergebnisse interessiert und etwas mit ihnen tut, was öffentlich nachvollziehbar ist. Und da helfen klare Verabredungen oder Regelungen ganz deutlich. Also ich glaube, es muss schon bei der oder nach der Übergabe der Ergebnisse eine sichtbare Reaktion geben. Ich denke auch, dass es nichts schaden würde, wenn die Fraktionen sich selbst verpflichten, jemand anders kann sie ja nicht verpflichten, sich selbst verpflichten, die Ergebnisse zur Kenntnis zu nehmen und öffentlich darauf zu reagieren, beziehungsweise nachvollziehbar zu machen, wo sie die Ergebnisse mit einbezogen haben in ihre Entscheidung und wo sie sich anders entschieden haben, dagegen entschieden haben. Und das muss auch begründet werden. Es ist ein Rat ist ein Rat. Es kann keine Verpflichtung geben, die Ergebnisse des Bürgerrats zu übernehmen. Aber es kann durchaus eine Verpflichtung geben, zu begründen, warum man das nicht tut. Frau Niert? Ja, Sie sprechen letztendlich die Institutionalisierung von Bürgerräten an. Denn momentan kann jeder einen Bürgerrat einberufen und sich die Ergebnisse zu eigen machen. Ich denke, wir sind hier vor allem noch in der Erprobungsphase. Wir können jetzt nicht das Parlament zwingen, irgendwelche Ergebnisse zu übernehmen. Wir müssen erstmal das Parlament überzeugen, dass sie tatsächlich den Mehrwert eines Bürgerrates erkennen. Das heißt, dass sie eine Orientierungshilfe bekommen, die jenseits dessen ist, was sie in Umfragen bekommen oder in den Medien hören. Denn in einem ausgewogenen Bürgerrat, in einem ausgelosten Bürgerrat werden die Inhalte ausgehandelt. Die Empfehlungen gehen dann an die Abgeordneten und bieten eine Orientierungshilfe. Wir haben Abgeordnete gehabt, die haben gesagt, genau das brauche ich jetzt. Ich muss mich jetzt in dem und dem Thema, zum Beispiel im Klimathema, aufstellen. Ich weiß gar nicht, was bei den Bürgern an erster Stelle steht. Ist es das Tempolimit, die Agrarwende oder die Wärmedämmung? So, und da merken Sie, das sind genau solche Fragen, die können neben der Expertenmeinung, neben den Umfragen noch eine neue Position in die Entscheidungsgrundlage der Abgeordneten bringen. Und ich denke, wir müssen uns jetzt mal die Ergebnisse und auch dieses Modell angucken und dann langfristig gucken, wie das klug eigentlich mit der parlamentarischen Arbeit verknüpft werden kann. Wir bei Mehr Demokratie könnten uns zum Beispiel auch vorstellen, warum soll es nicht möglich sein, vielleicht Bürgerräte auch mal von unten zu initiieren. Mit einer gewissen Unterschriftenzahl sagt man, dies und dieses Thema hätten wir eigentlich gerne mal in einem Bürgerrat behandelt. Das macht natürlich nur Sinn, wenn es dann auch ein Parlament gibt, das an diesen Ergebnissen Interesse hat. Denn tatsächlich, wenn man die Ergebnisse nur, wie gedacht, für den Ordner gelesen, gelacht und gelocht produziert, dann ist das vor allem ein Frustinstrument. Und ich glaube, das will aber momentan keiner. Also ich glaube, sonst hätten wir nicht den Bundestagspräsidenten als Schirmherr gewonnen. Und wir haben alle Fraktionen und wie gesagt Abgeordnete aller Fraktionen, die aktiv sich einbringen und neugierig und Interesse an dem Instrument haben. Das ist ein Novum. Ja, es ist ein Novum, aber dennoch, Frau Bürtler hat sich da positioniert. Ich möchte Sie auch fragen, sind Sie nicht grundsätzlich der Meinung, dass über die moderierte, qualifizierte Erarbeitung von Positionen es dann auch eine Art von Umsetzungs- und Einbringungsinstrumentarium, das auch für beide Seiten dann sozusagen bekannt und ein Stück weit verpflichtend ist, geben muss? Das heißt ja nicht, dass das Parlament etwas übernehmen müsste, aber eben eine Verpflichtung, sich in angemessener Form mit den Arbeitsergebnissen der Bürgerräte zu befassen. Das kann man doch
müssten Sie doch beantworten können, ob ja, das Sie das strukturell für nötig halten. Das ist eine staatsrechtliche Frage vor allem. Weil wenn ein Bürgerrat genau so viel Einfluss bekommt, dass quasi die Ergebnisse wie zwangsläufig übernommen werden und es nicht mehr in der freien Entscheidungsfindung des Abgeordneten ist, ob er sie übernimmt, dann haben wir eine staatsrechtliche Diskussion. Momentan sind wir tatsächlich auf dem Gebiet, dass Bürgerräte Empfehlungen erarbeiten und keine Forderungen. Ich fände das aber sehr durchaus sinnvoll, wenn wir zum Beispiel die Kombination mit direkter Demokratie in den Bundesländern mal erproben. Denn da wäre es ja genau die Situation. Die Landesregierung, ich glaube Baden-Württemberg, hat zum Beispiel jetzt einen Bürgerrat eingesetzt, um sich in der Corona-Politik über 12 Monate beraten zu lassen. Und in Baden-Württemberg wäre es zum Beispiel möglich, dass, wenn die Ergebnisse nicht übernommen werden, dass sich eine Initiative aus dem Volk bildet und ein Volksbegehren dazu macht. Müsste man sehen, wie sich das dann entwickelt. Aber das ist natürlich durchaus auch möglich, klar. Mein Rat wäre, nicht ausgerechnet die Corona-Bekämpfung zum Modellfall für den Bürgerrat zu machen. Da rate ich dringend davon ab. Ich habe eine Online-Frage von Herrn Fürstenau von der Deutschen Welle. Frau Birtler, wie zufrieden sind Sie mit der Bereitschaft der in Deutschland lebenden Menschen, die auch in Deutschland zunehmend unter Druck geraten, die Demokratie engagiert zu verteidigen? Und was vermissen Sie womöglich? Entschuldigung, nochmal. Wie zufrieden sind Sie mit der in Deutschland lebenden Menschen, ja, die Demokratie in Deutschland zu verteidigen? Und was vermissen Sie dabei möglicherweise? Naja, es sind einfach, ich glaube, es gibt zu wenig Menschen, die das zugleich engagiert und offen verteidigen und die auch sozusagen diese Gefahr bereits erkannt haben, was das für uns für Folgen hat, wenn es eine zunehmende Zahl von Menschen gibt, die ihre Freiheit missbrauchen und auch zu viel von denen, die das akzeptieren oder dulden. Ich glaube, dass die Entscheidung nicht in der Frage fällt, wie viel Prozent der Bevölkerung solchen radikalen oder auch menschenfeindlichen Thesen anhängt, sondern die Frage, das hängt davon ab, wie stark die Mitte ist, um sozusagen unsere gemeinsamen Werte zu verteidigen, in Wort oder gegebenenfalls auch mit Tat. Also wenn die Mitte stabil und stark bleibt, dann mache ich mir eigentlich um 10% an den Rändern keine Sorgen. Aber davon hängt alles ab und ich glaube auch, dass man darauf sehr viel Energie verwenden muss. Und ehrlich gesagt, wir haben darüber jetzt noch kaum gesprochen. Ich glaube, dass die Bürgerräte auch ein Mittel sind, in diese Mehrheit der Bevölkerung in der Mitte hineinzuwirken. Jeder, der eine Einladung bekommen hat, führt darüber Gespräche, setzt seine Kollegen oder seine Familie und so weiter darüber in Kenntnis. Da wird heftig gestritten. Und genau darum geht es ja, dass Menschen den Reiz von Politik, aber auch die Bedeutung von Politik erkennen. Die sind dann auch eher bereit, sozusagen gegen die Infragestellung unserer politischen Spielregeln und der Werte, die wir verteidigen, dann auch selber Stellung zu beziehen. Also die Erfahrung, ich habe ein bisschen gelesen von Bürgerräten von 2019, zeigt deutlich, dass es da bei vielen einen wichtigen Schritt in Richtung Politisierung gegeben hat, die also jetzt offener und engagierter damit umgehen. Und das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor der Bürgerräte, dass das auch in die Gesellschaft hineinwirkt, nicht nur von der Gesellschaft in die Politik hinein, sondern auch andersherum. Und jetzt? Ja, das ist natürlich die Chance jetzt bei dem Online-Format. Sie können den Bürgerrat begleiten per YouTube-Stream. Das heißt, Sie können nicht die Kleingruppenarbeit, ich glaube in so 7er-Gruppen, die ist natürlich geschützt, aber Sie können die ganzen Inputs und Veranstaltungen, die in den größeren Gruppen stattfinden, beobachten. Und wir merken natürlich, gerade die Angehörigen, die wollen natürlich teilnehmen. Das war beim letzten Mal gar nicht möglich. Und wir haben beim letzten Mal das überraschende Ergebnis gehabt, dass über die Hälfte der Teilnehmenden gesagt hat, ich interessiere mich jetzt wieder für Politik, ich möchte mich engagieren, ich möchte in Verbände gehen, ich möchte vielleicht in eine Partei gehen, ich möchte mich im Gemeinderat oder in der Landespolitik engagieren und ich verstehe vor allem jetzt, was für Dilemmata es oft gibt in der Aushandlung von demokratischen politischen Positionen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich wirklich etwas, da entsteht eine Nähe aus der Kluft, aus der Spaltung, ihr da oben, wir da unten, Freund, Feind, sondern da entsteht ein Verständnis füreinander und das ist ein Gewinn. Darf ich noch eine Frage anschließen von Herrn Baumann? Auch online sind diese 160, ich glaube 169 hatten Sie gesagt, zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürger nicht zu wenig für ein repräsentatives Meinungsbild? Ja, das ist immer so die schöne Frage. Wir haben in Irland auch gefragt, warum haben Sie denn jetzt 100 genommen?
Im Grunde ist die Antwort wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft, die Mannschaft wird nicht nach der Größe des Landes bestimmt, sondern das Spiel funktioniert mit 11 Spielern auf dem Feld. Und genauso ist es in der direkten Demokratie. Die Durchführungsinstitute sagen sogar schon, da müssen sie sogar mich überzeugen, dass es schon ab 25 zufällig zusammengesetzten Bürgerinnen und Bürger funktioniert. Wir haben gesagt, 16 Bundesländer, wir möchten gerne 160 Bürgerinnen und Bürger nehmen. In Frankreich waren es 150. Und das ist eine sehr, sehr gute Mischung. Diesmal ist es auch echt spannend. Manch einer musste sich eine E-Mail-Adresse einrichten. Manch einer wurde von uns mit Laptop und iPad ausgestattet. Einer hat sogar eine 1-zu-1-Betreuung für die ganze technische Unterstützung. Also da sehen Sie auch, wir sämtlichen Barrieren begegnen wir mit Unterstützung, mit Kinderbetreuung. Und es gibt natürlich auch ein Tagesgeld. Also wir versuchen es den Menschen auch leicht zu machen, sich wirklich daran teilzunehmen. Man kennt den Spruch, überall wird geredet. Meine Mutter sagte dann, siehst du mal, wir sind wieder klug, nur fragt uns keiner. Nein, diesmal wird gefragt und diesmal wird genau gefragt und innerhalb von 42 Stunden gibt es die Möglichkeit, tatsächlich seine eigene Position einzubringen und die Position der anderen zu hören und am Ende eine mehrheitsfähige Empfehlung an den Bundestag zu geben. Und wir sind alle neugierig und gespannt, was dabei rauskommt. Frau Bettler. Ich finde das ganz wunderbar, dass der Bürgerrat jetzt gezwungen ist, online zu tagen. Also es hätte sich ja keiner ausgesucht ohne diesen Zwang. Aber für die Zukunft wird das sicherlich nötig sein, so eine Art von hybriden Veranstaltung zu machen, wo man wirklich real aufeinander trifft, aber wo ein Teil der Debatte eben auch im Internet stattfindet. Das ist ja letzten Endes auch eine Frage des Aufwands und der Kosten und der Reiserei oder auch der Bereitschaft der Betreffenden mitzumachen. Wie viel müssen Sie da einsetzen oder können Sie einen Teil davon auch zu Hause machen? Also das ist sozusagen ein Zwangsexperiment jetzt, was aber, glaube ich, viel Wert hat.